sind hier in Wettin an der Schleuse und die muss oben saniert werden. Das sieht man an den Arbeiten im Hintergrund. Solche Überspannung in der Form haben wir noch nicht gebaut. Also an den Eckpunkten, wo es gelagert ist, rechts und links, da ist es etwas knifflig, durch Geländer, durch Stromkasten, durch den Kettenzug, und da musst du sitzen. Von Abstandsfläche, von Höhe, das muss ja alles, muss wirklich haargenau passen. Sonst hat man in der Mitte ein Problem. Die Brücke, die Überspannung von 13 Metern, die muss ja irgendwie gelöst werden. Und das haben wir nicht mit Gitterträger gelöst, sondern nur mit der freien Überspannung des Modulgerüstes. Wir wollten erst mit Rahmengerüst bauen und Trägerkonstruktion, haben uns aber dann für das Modulgerüst entschieden. Es waren ja zwei Hälften, die zusammengeschlossen wurden dann, und die durften ja nur nicht so stehen oder zu dicht dran, das musste ja alles passen. Ja, das war auch die Herausforderung da. Also hier war der kritische Punkt, hier genau, wo die Diagonalen hochgehen, das war das, der Zusammenschluss, wo wir aufgebaut haben. Weil wenn das nicht passt jetzt hier, wie dieser Punkt, dieser Zusammenschluss, dann ist es nahezu unmöglich, diese Konstruktion weiterzuführen. Dann muss man, wenn man zu dicht ist oder so weit weg ist, höchstwahrscheinlich wieder abbauen, eine Seite. Nee, das brauchen wir nicht. Das sollte schon passen. Aber das haben meine Jungs super hinbekommen. Jetzt sind wir genau in der Mitte, oder? Ja, jetzt sind wir genau in der Mitte. Sag mal, da ist die Herausforderung nicht nur das Bauwerk selber, sondern auch das den Materialtransport hierher zu bekommen. Wir haben das gelöst mit einer Fähre, eine angemietete Fähre. Da sind wir mit der LKWs draufgefahren. Also hier am 19. März sind wir angekommen. Dann auf diese Fähre. Hier sehen die Klappen, sind die Klappen unten. Sind wir draufgefahren, LKW hochgepumpt. Dann ging es hier weiter. Hier stehen meine Jungs. Und die hat uns dann insgesamt 7 Mal hin und her gerutscht, also 7 Tage lang. Also danke MJ für das erstmal gute Material, und auf beides Wiedersehen. Tschüssi.